Markus Söder trägt als Ministerpräsident Verantwortung für sein Kabinett. Und ich finde, er kann nicht zulassen, dass Mitglieder der bayerischen Staatsregierung rote Linien überschreiten. Deswegen fordere ich den Herrn Ministerpräsidenten auf, Hubert Aiwanger aus seinem Amt zu entlassen. Das Heranwanzen an Populisten und an Rassisten stärkt am Ende das Original. Und gerade die CSU hätte das seit 2018 eigentlich lernen müssen. Und deswegen ist es eine Zäsur für diesen Freistaat Bayern, dass in Erding sowohl der Ministerpräsident als auch der stellvertretende Ministerpräsident gesprochen hat. Ich erwarte von Regierungsvertretern, dass sie die Demokratie verteidigen und nicht schwächen. Und ich erwarte von der Regierung, dass sie die Gesellschaft zusammenhalten und nicht spalten. Und das ist nicht passiert. Applaus